Heute mal zwischendurch was ganz Einfaches. Ich hoffe, man erkennt es. Und zwar habe ich einfach auf die Schnelle mal eine Salatgurke gehäkelt. Ja, der kurze Anfang, der kleine Stängel, zwischendurch einfach dieselben Reihen und prompt ist sie fertig. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie ich die Salatgurke mache. Sie ist sehr schnell gemacht und macht sich im Kaufladen eigentlich ganz gut. Von der Größe her entscheidet ihr wieder, natürlich auch Farbe und breitenmäßig bin ich jetzt auf 24 feste Maschen gegangen. Müsst ihr selber entscheiden, ob es euch passt oder nicht. Für Kinderhände war das ideal. Und beim Stängel her habt ihr auch wieder die Wahl der Qual. Wie groß und wie breit, je nachdem, müsst ihr euch dann selber entscheiden. Gut, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange und ich fange an. Gut, also für die Salatgurke nehme ich einen ganz normalen schönen Grünton her, so leicht dunkelgrün und Häkelnadelstärke 3,5. Wir brauchen einen magischen Ring. So, und in den mache ich jetzt 6 feste Maschen hinein. Eins, zwei, drei, 4, 5 und 6. So, magischen Ring zusammenziehen. Und von den 6 festen Maschen geht es dann gleich hoch auf 12. Und dazu verdopple ich jede Masche. So, also 1 und 2. Dann 3 und 4. 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10 und das letzte Mal 11 und 12. Dann geht es gleich wieder hoch auf 18 feste Maschen. Dazu verdopple ich jede zweite Masche. Das Ganze wieder 6-mal. Also einmal, zweimal, so immer die zweite Masche verdoppeln. Eine normale wieder verdoppeln. Das dritte Mal, dann das vierte Mal. Das fünfte Mal und das sechste Mal. So, dann bin ich von 12 feste Maschen auf 18 hoch. Und einmal geht noch, und zwar gehe ich auf 24 feste Maschen hoch und dazu verdopple ich jede dritte Masche und das Ganze wieder 6-mal. Also einmal. Dann 1, 2 und verdoppeln. Das ist das zweite Mal. Eins, zwei und verdoppeln. Das dritte Mal. Eins, zwei und verdoppeln. Das vierte Mal. Eins, zwei und verdoppeln. Das fünfte Mal und jetzt kommt das letzte Mal. Eins, zwei und verdoppeln. So bin ich jetzt auf 24 feste Maschen hochgegangen. Und das ist eben jetzt die Breite von der Gurke. Und bei den 24 festen Maschen bin ich eben geblieben. 18 waren mir ein bisschen zu dünn, also von der Breite her hat mir das eben am besten gefallen. Probiert es selber aus. Also ich bin jetzt bei 24 festen Maschen geblieben. Und jetzt habe ich 30 separate Reihen mit 24 festen Maschen gemacht und bin eben auf die Größe dann gekommen. Probiert es aus, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, macht ihr weniger Maschen oder ihr macht es nicht ganz so breit, je nachdem. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nach den 30 separaten Reihen mit 24 festen Maschen. Es dauert ein wenig.
Gut, dann mache ich die Schnur ohne euch und dann sehen wir uns gleich wieder. So schaut das Ganze dann aus. Also ich habe jetzt die 30 separaten Reihen gemacht mit 24 festen Maschen und das ist jetzt ungefähr nicht ganz die Länge von meiner Hand. Und bei der bleibe ich jetzt. Wer möchte, kann die Gurke jetzt schon ausstopfen. Ich persönlich werde es machen, so ungefähr drei Viertel werde ich schon ausstopfen und dann werden wir schon wieder Maschen abnehmen. Ich habe es jetzt ausgestopft und jetzt gehe ich von den 24 festen Maschen auf 18 Maschen wieder runter und dazu werde ich jetzt jede dritte Masche abnehmen und das Ganze sechsmal. So bin ich dann von 24 auf 18 runter. So, und bei den 18 festen Maschen bleibe ich noch nicht und zwar gehe ich gleich wieder runter von 18 festen Maschen auf 12 feste Maschen. Und dazu nehme ich jetzt einfach wieder jede zweite Masche ab und das Ganze ist wieder sechsmal. So, und von den 12 festen Maschen geht es jetzt runter auf 9 feste Maschen. Und zwar nehme ich jetzt dazu einfach jede dritte Masche ab und das Ganze wieder dreimal, sodass ich quasi nur drei Maschen abnehme. So bin ich von 12 auf 9 feste Maschen runter. Und das nehme ich jetzt her für den Stängel. So, und so sieht das Ganze dann aus mit den 9 festen Maschen. Ich stopfe jetzt noch ein wenig Füllwatte nach, nicht mehr zu viel. Und dann mache ich nur noch separate Reihen mit 9 festen Maschen, sodass ich hier einfach einen schönen Stängel bekomme. Und von der Länge her könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ich würde so zwischen 8 und 10 Reihen machen. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich die mal und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Und zwar habe ich jetzt 8 Stück davon gemacht und gleich mit Füllwatte ausgestopft und dann schaut die Gurke soweit aus. Also wir sind eigentlich dann fertig. Später noch ein bisschen die Füllwatte zurechtrücken und um die Gurke zuzumachen, nehme ich einfach jede Masche ab, sodass ihr auf drei feste Maschen kommt und dann eben einfach mit einer Kettmasche zusammen häkeln. Okay, jetzt haut ihr mir ab als Strafe. So, dann einfach zusammen häkeln und dann ist die Gurke schon fertig. So, dann nochmal abnehmen. Es wird ziemlich eng am Schluss. Okay, bei mir ist es schon so eng, dass ich jetzt keine Kettmasche mehr brauche. So. Aber wenn noch ein kleiner Spalt ist, macht ihr einfach mit einer Kettmasche zu. Dann Faden abschneiden und sichern und dann einfach vernähen. So, gut. Das mache ich jetzt noch schnell und dann bin ich gleich wieder da. So, also ich habe jetzt alle Fäden vernäht und das Ganze schaut dann so aus. Noch ein bisschen zurecht drücken. Wem der Stängel zu dünn ist, der bleibt einfach bei 12 festen Maschen und ansonsten geht eben auf die 9 festen Maschen runter. So, also einfach, ihr könnt es bestimmt schöner einfach richtig gut zurechtdrücken und dann habt ihr die Gurke soweit fertig. Gut, okay, das war's dann schon wieder. Ihr habt gesehen, ganz schnell und simpel gemacht und ja, passt gut zum Kaufladen, glaube ich. Okay, gut, dann war es das heute schon wieder und ich wünsche ein schönes Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal.